Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir machen natürlich direkt weiter. Ich habe letzte Folge schon gesagt, wir wollen hier direkt diese Base erkunden. Und das auf die ekelhafteste Art und Weise, wie wir können. Nämlich, eigentlich könnten wir das hier nicht. Das ist nämlich ein bisschen sehr knapp bemessen alles. Aber ich gehe hier rein, sammle alles ein, was ich irgendwie kriegen kann. Oh, kein Reaktor, ne? Und wenn es bald bei 15 bis 10 Oxygen ist, pisse ich mich wieder. Und ich hau wieder ab. Ist viel zu spät gewesen, oder? Ja, genau, ja. Okay. Also ohne Scheiß, ne? Ich hab das Gefühl, ich habe in den letzten zwei Folgen nichts geschafft. Absolut gar nichts. Ey, das kann nicht sein, dass ich jedes Mal schaffe. Okay, wir schwimmen zurück. 1300 Meter. Wir nehmen uns diese. Also die Boje würde ich da liegen lassen, weil dann kann ich nächstes Mal direkt dahin. Ich hole mir das Zeug wieder und dann fahre ich zurück. Weil ich habe alles, um die Base zu bauen. Lithium habe ich. Ich habe Lithium, deswegen kann ich Glasstein machen, dann kann ich die Base bauen. Dann bauen wir jetzt wirklich die Base. Weil das Ganze erkunden. Jedes Mal, wenn ich sage, ich gehe erkunden, beirre ich mich wieder in irgendeiner scheiß Höhle. Dann will ich wieder raus. Dann ist aber auch der Oxygen schon direkt wieder weg und zack, bin ich tot. Es ist so krass, wie die Effizienz runtergeht. Ich meine, links sieht man ja O2. Und diese Zahl, die da steht, das ist in Sekunden. Das heißt, 24 Sekunden habe ich jetzt noch Luft. Sobald ich aber unter 100 Meter bin, wird das immer schlimmer. Dann ist das nicht mehr ist bei 15 nicht mehr 2 Sekunden, sondern wie gerade nur noch, also oder 15 Sekunden, 15 Punkte ist nicht mehr 15 Sekunden, sondern, keine Ahnung, was wir gerade hatten, irgendwie 3 oder 2. Auf einmal ist alles weg. Aber das heißt auch, dass wir an die anderen Stellen nochmal fahren könnten. Oder irgendwann halt einfach nochmal die Ressourcen wiederfinden können, die ich da verloren habe. Ist das die Base? Die, ja, oder? Nee, das ist ein... Doch, das ist die. Chill mal, Bruder. Ja, chill. Komm. Wenn man zu blöd ist, zu merken, wann man zubeißen kann und wann nicht. Also hast du einen Fisch vor dir, den ganzen zubeißen, und wenn nicht, dann beißt du nicht. Aber der Typ ist einfach so hohl, der macht die jetzt ab, 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 und hoffentlich findet er oder trifft er dann mal was. Oh Mann. So, wie heißt jetzt eigentlich nochmal dieser Wal? Das will ich so mal rausfinden. Leviathan war das, ne? Leuchtwal. Okay. Oxygen. Aua! Du wieder. Ah. Diese Haie, du. Ich. Kann sein, dass halten die in den ganzen. Die halten das gesamte nach oben. Die gesamten Steine ziehen die mit nach oben. Einfach nur dadurch, dass die an der Wasseroberfläche schweben. So. Jawohl. So, die lassen wir hier. Oh, Batterie. Ist die noch voll? Oh mein Gott, ja.
super wichtig. So. Ist hier hinten eigentlich irgendwas in der Sicht? So, irgendwas, was wichtig wäre? Da ist ein Wal in der Ferne. Nee, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall ein Biom, was viel zu weit weg ist, dass ich es jetzt gerade erkunden kann. Man hat es ja gesehen. Also ich würde es hinkriegen, da irgendwas rein zu squeezen. Ne, Kernreaktor habe ich jetzt noch einen Blueprint gefunden. Bringt mir aber auch nicht viel. Ich brauche halt Uran und so. Und da finde ich halt auch keine Seemotte. Also selbst wenn ich die Base jetzt vollkommen ausscannen würde und alle Daten mitnehme, es bringt mir ja nichts. Es bringt mich ja nicht weiter. Ist ja jetzt nicht so, wenn ich das jetzt schaffe, dann ist die nächste Base, die ich erkunde, einfacher. Das passiert ja nicht. Ich muss das Licht auch mal ausmachen hier. Ach ja. Ja, dann schippern wir nochmal eben wieder zurück. Aber hey. Ich meine, ich habe hier richtig schön viel Lithium, Titan und anderes Stuff. Ist halt die große Frage nur, ich habe jetzt ein bisschen mehr gesehen, wo man die Base hinbauen kann. Ich wollte die eher links hinbauen, zwischen Station Delta und der Insel, circa. Einfach weil da halt mit Geothermie möglich, was möglich ist, ne? Algengebiet in der Nähe ist, noch so ein anderes Gebiet. Ich glaube, das wäre auch immer noch eine gute Wahl, aber vielleicht wäre das hier ja auch in der Nähe gut. Hier haben wir halt Quarz, das habe ich beim anderen auch. Hier finde ich halt auch Lithium. Aber hier sind auch so viele nervige Leute dabei, ne? So, die Nachbarschaft ist hier nicht die angenehmste. Ja. Ja, ich glaube, die Stelle ist schon richtig. Ich bin jetzt noch nicht nach rechts weiter erkundet. Ich glaube, das ist schon die richtige Wahl. So irgendwo da hinten. Sich was aufzubauen. Und das mit der Seebahn, das ist halt auch, ne? Die sind halt super tief gewesen. Das war ja schon knapp an der 100 Meter Grenze. Alter, bin ich hochgeschleudert worden. Das ist eine Kraft, ja. So ein bisschen Wasser, Luft. Wasser und Luft. Abgeschleudert nach oben. Und ja, der Bauplan, der ist tatsächlich angepinnt da oben, ne? Den sollte ich vielleicht auch mal rausnehmen. Alle lösen. Brauche ich ja nicht unbedingt nochmal. Ist auch nichts an Fragmenten für irgendein Fahrzeug. Nur halt der Segleiter. Und den habe ich ja. Noch einer. Okay. Dann bauen wir uns jetzt eine Base. Endlich. Titan. Dann nehme ich die auch nochmal hier raus. So, wir brauchen 2 Plastolperer. Dazu brauchen wir eine Luke. Quarz-Titan, ganz easy. Fundamente ist Blei. Blei haben wir, glaube ich, auch genug, ne? Ja, so ein bisschen was, ne? Mal gucken, dass es von der Stabilität dort auch reicht. Ich weiß nicht, wie hier die Mechanik ist. Ob sich das geändert hat oder genauso wie im alten ersten Teil ist. So, ich glaube, mehr Titanbarren brauchen wir gar nicht. Ja, hier, Lithium kann auf jeden Fall alles weg. Alter, ich guck mal da mal rein. Brauche auf jeden Fall einen Mehrzweckraum. Hier ist ein großer Raum. Und und das ästhetische Design ist der Bass. Lol, da kannst du die strukturelle Integrität prüfen, Energieversorgung. Das ist interessant. Das macht auf jeden Fall Sinn, besonders die Energieversorgung. So, Atom brauche ich erstmal nicht. Das ist alles Deko-Schnickschnack. Brauche ich nicht. Ah, Glaskuppel. Obwohl, die ist nur für den hier, ne?
Weil der Raum hier, der soll auch eine Glaskuppel kriegen. Die habe ich aber noch nicht gescannt. Dann haben wir Solar, Energietransmitter, okay. Ja, Außenbeet könnte wichtig sein. Ich muss mal gucken, ob ich diese geilen Pflanzen noch anbauen kann. Wasserfiltermaschine, super wichtig. Aerogel auch richtig, richtig gut. Muss ich nur gucken, kann ich das bauen? Muss ich gleich mal sehen. Bioreaktor, Kernreaktor, habe ich auch. Raumtrenner, auch cool. Das gab es auch noch nicht. Innenmodule. Ich habe eine Modifizierungsstation. Ich brauche einen Diamant. Habe ich das? Habe ich einen Diamant schon? Batterieladestation kriege ich auch hin. Das ist nice. Schrank ist cool, aber kann nicht beschriftet werden. Deswegen gehen wir mit Spinte und Fabrikator. Aquarium ist Schnickschnack. Okay. Zwei Kupfer. Ich brauche zwei Kupfer und drei Quarz für die Luke und dann Fabrikator. So. So, ich habe, das habe ich. Und dann Luke habe ich. Ich will direkt einen Fabrikator bauen. Habe ich auch. Titan brauche ich auf jeden Fall einiges. Da sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Und Lithium kann dafür weg. Und dafür alles ab Titan. Das brauche ich auch nicht. Titanbahn brauche ich auch nicht. So. Dann könnten wir genau gleich ein paar Spinde bauen damit. Chubux Lautsprecher. Ein Gerätsverteilung von Schallwellen. Ja, geil. Ist das sonstiges? Ja gut, das ist halt Deko. Normalerweise verschiedene Betten. Dass jeder ein eigenes Bettdesign hat, weißt du? Die sind alle so unterschiedlich, dass sie ein eigenes Bett... Freds ist ja geil. Das sieht ja... Das ist auch mit einer schönen Bettdecke. Das sieht wirklich am besten aus. Ja gut. Dann haben wir alles. Oh, falsches Inventar. Ich will eigentlich nochmal gucken, ob ihr noch ein bisschen mehr Titan irgendwo drin ist, weil dann kann ich das gleich verbauen, aber erscheint es noch nicht. So. Okay. Dort. Endlich eine Base. Es wird jetzt langsam. Weißt du, erste Folge, glaube ich, haben wir direkt diese Base gefunden und dachte, ich gedacht, jo, dann brauche ich gleich eine neue Base, ne? Und dann fehlt mir einfach Silber und ich habe das ewig lang verschoben. Jetzt habe ich ewig lang rumgekrepelt mit mehreren Toten. Und jetzt komme ich endlich dazu, eine Base zu bauen. Schön. So die Frage, welche Position genau? Hier sind Algen. Ich glaube, ich muss hier noch weiter zur Delta-Station, ne? Das war noch nicht hier. Die exakte Position ist halt jetzt noch wichtig. Hier geht es halt auch schön tief runter, ne? Das eignet sich auch sehr gut. Oxygen. Oh, muss es essen. Ja. Ah. Kommt schon noch. Das ist mir alles noch ein bisschen sehr verwinkelt hier. Hier geht es jetzt zu den vulkanischen Gebieten. Und wenn ich jetzt dahin gehe, müssen ja bald nochmal wieder die Algen kommen, ne? Jetzt, wenn ich noch ein bisschen reingehe. Ja, und hier runter müsste ich dann auch zu diesem Erbauerreservat kommen. Oxygen. Ja, oben sieht man wieder gar nichts. Perfekt. Oh. Oh, Base. Base.
Das Geißeldinger? Ah, hier war ich auch schon. Ja, Geißelkörbchen. Gut, dass man die anbauen kann. Das ist sehr gut. Ah, und hier sind die Algen. Wie ist gerade der Ton ein bisschen im Backen? Okay, ja, aber hier, ne, 700 Meter von der eigentlichen Base entfernt. Ist ganz gut. Ja, hier ist auch dieses Teil. Ja, ich würde sagen, hier. Hier ist meine Base. Ich glaube, das ist es. Da hinten ist die Geothermie. Hier ist auch ein bisschen was an Platz. Ich glaube, hier baue ich. Oh. Gut. Fangen wir mal an. Das Platz ist wirklich. So, wir brauchen einen großen Werkzeugraum. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut überhaupt nichts. Mal weg. Okay, dann mache ich so. Bumm. Ja, ne? Ja. Zack, fertig. Plus 6. Oxygen. Luke. Na. Ey, ich bin. So deppert, natürlich. Bin ich jetzt hier einfach. Oh mein Gott, ich bin jetzt hier. Ich bin in die Base gegangen, gestorben. Und weil ich in die Base gegangen bin, habe ich aber gleichzeitig gesaved. Jetzt bin ich gestorben und einfach wieder gespawnt mit all dem, was ich vorher hatte und habe nichts verloren. Hä? Ich bin vollkommen deppert. Ich wollte gerade schon sagen, wie blöd bin ich, dass ich denke, ja, ich baue einfach irgendwie was ins Meer und dann ist da ja Luft drin, ne? Ich muss ja noch Energie reinbauen. So ohne Strom wird das ja nichts. Habe ich auch. Zum Glück. Oh Mann, ey. Ist dämlich. So. Jetzt geben wir dem Ganzen noch Strom und dann ist da drin auch Luft. Jawoll. Oh, ist da hier extra diese. Naja. Das sind also hier die an den Ecken sind die wichtigen Funktionen, ne? Welcome aboard, Captain. Captain, endlich höre ich das mal. Welcome aboard, Captain. Schön, 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 schön. So, erstmal wichtig. Gilt das auch? Nee. Gilt hier nicht. Gut. Hätte ja sein können. Ah, dann wollen wir mal. Fabrikator. Jetzt habe ich Quarz nicht. Oh, ich habe halt kein Solarmodul mitbedacht. Ah, wie sieht es denn aus mit Raumtrennern? Wie funktionieren die denn? Das sieht gut aus. Wenn ich hier. Wenn ich hier irgendwie in die Mitte so einen Raumtrenner packe, kann ich an die Wand ja ein Fabrikator packen. So. Zack. Dann einen Spind links und rechts. Aber. So. Kann ich gleich mal gucken, ob hier draußen irgendwie ein bisschen Kupfer ist, zufällig. So, und auf dieser Seite einfach nochmal genau dasselbe. Oder auch nicht. Hm,
müsste auf jeden Fall hier. Na gut, brauche ich zu Ende. Alles voller Spinde bauen. Ja, ich habe die ein bisschen näher aneinander gebaut jetzt. Mache ich das bei allen immer. So. So nah wie geht. So. Ich glaube, ich packe hier noch einen Raumtrenner rein. Ah, dann ist der im Weg. Raum drinnen. So. Dann habe ich hier so eine kleine Ecke. Warum geht das jetzt nicht? Hallo? Kann ich immer nur einen Raumtrenner zur Zeit? Oder wie? Ah, okay. So, dann habe ich hier so meine Ecke, in der ich die ganzen Rezepte bauen kann. Und wenn wir schon dabei sind, dann mache ich so wie bei meiner Space Nautica 1. Ich mache zwei Fabrikatoren direkt nebeneinander. Weil dann kann man, wenn man viel bauen möchte, gleichzeitig zwei bedienen. Das geht. Dann ist es ein bisschen schneller. Okay, drei Stück nebeneinander passen sehr gut. So. So. Ja, für den Anfang sollten die Spinde ausreichen. Und wenn es nicht reicht, dann mache ich das eben nochmal hier die ganze Wand voll. So, Platz ist hier genügend. Und hier kann ich dann nochmal irgendwas anderes hinmachen. Keine Ahnung, was haben wir da sonst noch? Hier eine Wasserfilteranlage oder so. Ja, das... muss ja auch noch irgendwo hin. Hier hin. Oh, Batterieladestation, sehr wichtig. Ich könnte mal da drunter setzen. Wenn ich die Fabrikatoren einen Ticken höher sitze. Das sind die Teile hier und sehr gut drunter. So, und den, oh Gott, und den da. Ja, ja, ich finde das Layout ist in Ordnung. So, jetzt brauche ich nur noch die Ressourcen. So. Einen schon mal fertig bauen, damit ich hier Zeug reinpacken kann. Erstmal alles rein, was ich gerade akut überhaupt nicht brauche. So, und hier. Ich hatte, wie ist die Mitte? Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. So sollte es ungefähr passen, oder? Kante einer. Kante einer. Sehr gut. Okay. Dann schwimme ich jetzt mal wieder zurück und hole die restlichen Ressourcen. Ah, da ist auch noch was, das blinkt. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Oh, was ist das? Seebahn. 2 von 3. Das ist auch Seebahn, oder? Seebahn! Als ob die einfach hier vor der Haustür waren, so jetzt vor der neuen. Seebahn-Tiefmodul. Alter, nice! Oh mein Gott! Das hätte ich überhaupt nicht für möglich gehalten, dass ich jetzt einfach... Einfach plötzlich kann ich einfach jetzt Seebahn bauen, oh mein Gott. Mega, mega, mega gut.
Seebahn. Ein Wasser- und Weltraumfahrzeug für eine Person. Okay, ja, so wie die Seemotor, ne? Eine Energiezelle, Blei, Glas, aber der Kabelsatz Titan bauen. Das muss ich jetzt als erstes bauen. Ich muss jetzt, ey, ja, jetzt habe ich schon ein paar Ressourcen halt verballert nach da hinten, aber ich habe ja noch einiges bei mir in der Base. Also, Basis 1, brauche jetzt unbedingt alles für eine Seebahn. Ich brauche diese Seebahn. Jetzt sofort. Wenn es Kupfer ist. Ich nehme alles mit jetzt. Da, Batterien für Energiezellen. Brauchst bestimmt ganz viel. Geißel. Ich weiß es nicht, ne? Ich überlege die ganze Zeit hier, wo ich soll hingehen, wo soll ich da hingehen. Auf einmal plötzlich... Ah, Mensch, da ist eine Seebahn. Oh ja, da ist das andere. Ja, ich hab's. Oxygen. Eiswürfelkörbchen. Schön. Kann hier noch mehr davon? Yes, yes. Schön. Ich könnte mir vorstellen, dass... ich habe nicht nachgeguckt, aber ich glaube, Energiezellen brauchen auch hier zwei Batterien. War zumindest beim ersten Mal so. Beim ersten Teil. So. Das pingen wir jetzt mal an. Also, Energiezelle. Zwei Batterien und Silikongummi. Okay, habe ich das schon? Nein. Doch. Oh. So. Batterien. Energiezelle habe ich. So, dann brauche ich. Titanbahn habe ich. Emailliertes Glas. Oh shit. Ich habe hier keine Beißerzähne. Wie macht man das hier? Diamanten. Wo kriege ich denn Diamanten her? Ey, for real, wo soll ich denn jetzt? Ich kann doch nicht mein erstes... Da steht einfach nur Glas. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da steht einfach nur Glas und nicht emailliertes Glas. Ich brauche einfach nur das machen. Ey, ich wollte schon sagen. Es kann doch nicht sein, dass ich... Weil ich bin hier rübergearbeitet und dann war da halt dieses blaue Glas als Rezept drin. Als ja, okay. Alles gut. Ich nehme es zurück. Ist alles in Ordnung. Drei Blei. Krieg ich auch noch hin. Erweiterter Kabelsatz. Ist das, ne? Braucht ihr? Kabelsatz und Computerchip. Okay. Silber habe ich, glaube ich, auch noch. Blei, nice. Komm schon, Silber. Jawohl. Zwei Silber. Hier ist auch gar nichts anderes mit drin. Ich brauche aber jetzt noch Gold. Ne? Erstmal einen Kabelsatz und einen Computerchip. Tischkornprobe, Gold und irgendwas anderes. Ja, ist ja alles hier dran. Ich brauche Kupferdraht. Zweimal Kupfer. Gold. Habe ich Gold noch? Ich habe kein Gold mehr. Ja, ich glaube, am Gold mangelt es jetzt am Ende. Ah, und Tischkorallen habe ich aber, glaube ich, genügend gefolgt. Ich habe noch ein Gold. Oh mein Gott. Alter. Boah. Ich habe exakt so viel Gold dabei, wie ich brauche. Ey, zum Glück. Weil ich müsste sonst wieder auf die Insel Delta, oder Station Delta zurück. Weil die hatte Gold da auf der Insel. Oh. Ey. Boah, ich so Glück.
Ey, das hat perfekt gepasst. Das ist Karma, Leute. Das ist Karma. Ich bringe mich jetzt nicht in Sicherheit, weil ich habe... Ich würde jetzt gerne eine Seebahn bauen. Endlich. Das ist halt, und was ich sagen wollte, es ist wirklich Karma, weil ich bin jetzt so oft gestorben mit der ganzen Kacke, hab so viel Pech gehabt. Dass das jetzt einfach so sein muss. Wir bauen uns jetzt eine Seebahn, aber nicht jetzt sofort. Für mich jetzt schon sofort, aber für euch nicht jetzt sofort, weil... Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich weiß, ist asozial. Aber dann machen wir es so. Bis dann. Tschüss.